Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und jetzt muss ich mal pausieren. Mache das hier jetzt. Aber das soll gehört werden. Ja, gehört. Und der erste Sturm hat sich ja jetzt hoffentlich gelegt. Der zweite Sturm folgt natürlich und ich hoffe, ihr kommt da ganz gut durch. Ist ja sehr, sehr unterschiedlich bei uns hier in der Region. Da ist es gestern heftig oder vorgestern Nacht heftig gewesen. Gestern tagsüber hat sich das Ganze gelegt und auch jetzt sieht es noch ganz nett aus. Aber ja, mich hat so ein bisschen irgendwie so ein bisschen das Glück verlassen, oder? Aber ich mache irgendwas nicht ganz richtig. Ich habe da auch schon so einen kleinen Verdacht. Betrifft so ein bisschen unseren letzten Clankrieg. Und wir gehen mal rein. Ergebnis ist leicht verloren oder was heißt leicht verloren? 24, 26 ist knapp verloren, also 2 Sterne fehlen. Naja, wie gesagt, ich hatte irgendwie kein Glück. Wir gehen mal in die Karte rein und der Gegner sehr, sehr gut. Solo-Türk. Unten sind wir natürlich relativ schwach mit Mortis und Sanchez, aber hatten unten auch, glaube ich, meine, wir hatten auch 12er. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Wir gehen hier aber mal rein, denn die Base hier habe ich auf, ja, 97% gebracht. Also ich weiß, woran es bei mir liegt. Wir gucken gleich mal in meinen zweiten Angriff rein. Denn irgendwo sieht man dann die Schwächen oder das, was eigentlich gefehlt hat, meistens erst im Nachgang. Aber ich habe schon während meiner Kämpfe gemerkt, dass ich immer tatsächlich sehr, sehr häufig einen Fehler mache. Betrifft vor allen Dingen den Schluss. Aber wir gucken erstmal den Angriff hier von Sanchez auf die Nummer 8. Und im Moment haben wir keinen laufenden Clankrieg. Das liegt jetzt nicht am Wetter oder so, sondern es liegt eher daran, dass wir unten leider nur ein Rathaus 8 haben und damit kriegen wir immer ein sehr, sehr schlechtes Matchmaking. Und diese kleinen 10er Clankriege, ihr wisst genau, die spielen wir hier schon seit Monaten und ich mag sie eigentlich gar nicht, weil du hast nicht so viele Möglichkeiten, etwas auszubügeln, als wenn du in so einem 15er oder 20er Clankrieg bist, wo man dann doch noch so ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, ein Spielstand, sage ich mal, umzudrehen oder so ganz auf deine Seite zu ziehen. Und das ist allerdings hier überhaupt nicht der Fall gewesen und ich muss auch lange überlegen, wen greifst du eigentlich jetzt wie an? Die Gegenübertaktik zielt hier gar nicht. Das ging hier halt nicht, weil wir unten halt etwas zu, na, ich will nicht sagen zu schwach waren, aber vom Rathaus her halt nicht so stark wie unsere Gegner. Deswegen mussten wir so ein bisschen, also wie der Sanchez hier auch, so ein bisschen ein tiefer gehen, also ein bisschen dippen, wenn auch nur ein bisschen, aber so eine Rathausstufe hier im unteren Bereich, wie gesagt, die habe ich zu 97% gemacht, die hat der Sanchez jetzt zu 100% gemacht und wir gehen mal in meinen zweiten Angriff rein. Also wie gesagt, den ersten, da weiß ich, woran es gelegen hat, am zweiten, ja, da lag es auch nicht am Glück, sondern es lag an was anderem. Denn gehe mal in meinen zweiten Angriff rein. Also der erste war mit 97, ne, das war der zweite. Jetzt muss man gerade überlegen. Ich glaube aber, es war der zweite Angriff. Dann war der das mit 97. Ja, der war das mit 97, also Rathaus 14 auf Rathaus 14. Und mal wieder mit einem Hybrid habe ich mich selber zu überredet, sage ich mal. Denn die Base hier war noch fresh, also sie war noch nicht angegriffen. Ich wusste also nicht, wo steht hier irgendwo was. Und der Anfang geht noch so. Natürlich sehr, sehr gewagt, hier unten die Heiler zu setzen, während da noch vor allen Dingen eine Luftabwehr aktiv ist. Das sollten aber, das kriegen die Magier auch nicht ganz hin. Das heißt, der eine kleine Magier hier, der ist, oh, warum geht er? Ich meine, der hätte die Luftabwehr bestimmt auch so gekriegt. Naja, egal. Hab hier ein bisschen rumgefunnelt, dann auch mit meinem King komme ich hier nicht in die Base rein, warum auch. Denn ich habe gar keine Mauerbrecher dabei gehabt. Das hat hier der King erledigt. Clanburg in jedem Fall gelockt, die stand ja auch sehr, sehr nah. Von daher brauchte ich gar nicht so hart in die Base rein. Queen hätte gereicht. Den Royal Champion auch. Und dann geht das gleich hier oben auf 9 Uhr weiter, also Royal Champion von mir hier rein für die ersten Verteidigungen, die noch außen sind. Die
die Kaserne mit dazu gesetzt und mit Hox und den Minern hier Richtung Mitte. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein und lasse das Ganze einfach mal laufen. So, das nervt mich gerade ein bisschen ab, muss ich sagen, hier. Der Kollege das gar nicht merkt, dass ich gerade das Spotify haben will. Ist mir auch ein Rätsel, muss ich mal so sagen. Naja, immer das Gleiche. Ich weiß auch nicht, ich erwische immer irgendwie eine Aufnahmezeit, wo ich dann meine Musiktools, wo ich meine, so, jetzt kannst du die Musiktools nutzen, dann kannst du es doch nicht nutzen. Also, woran hat es hier gelegen? Das werdet ihr gleich sehen. Ich habe nämlich jetzt schon alle Truppen auf dem Feld und in der Hoffnung, dass die Truppen hier ja eigentlich alles machen, aber der Scattershot hier, der dreht sich natürlich wunderbar. Pekka-Dame geht nochmal nach außen, macht dann noch ein bisschen ja, Clean-Up. Es fehlt mir ein bisschen am Clean-Up. So ein Ballon oder ein, zwei Magier noch. Vor allen Dingen jetzt von auf dieser Seite hier hätte man die Luftabwehr vorher ja schon wegmachen können. Mit einem Magier noch von der Seite. Also mir fehlt es tatsächlich so ein bisschen am Clean-Up. Mir fehlt es ein bisschen am Clean-Up. Und ist natürlich sehr traurig, dass ich da nicht so hart dran denke, aber es fällt mir auch immer schwer, wenn ich sehe, dass die Zeit runter tickt und ich noch so viel Truppen habe. Nicht, dass ich dann irgendwo vergesse, die Truppen zu setzen. Also es hat hier leider auch, ja, weil die Queen ist jetzt weg, aber die beiden Yetis hier in Heilung mit der Walküre hätten das sicherlich geschafft, wenn nur ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte. Habe ich aber nicht, aber einen Loon hätte es dann auch gebracht. Sehr ärgerlich. Also es ärgert mich ein bisschen, muss ich sagen. Also es hat, glaube ich, vielleicht hat es auch was mit Glück zu tun, aber habt ihr gesehen, 96-97%. Das ist ganz schön nah dran, gar keine Frage. Nur, ja, es reicht halt nicht, ne? Man muss doch die Sterne haben und deswegen kann ich jetzt auch ein bisschen verstehen, dass natürlich auch ein Two-Star immer mal ein Fail sein kann. Auch wenn er dann mit echt vielen Prozenten dasteht. Ja, gute Prozente heißt es dann ja immer. Lach, lach. Also mit so einem kleinen lachenden Auge. Wo man zwar gut meint, dass man die guten Prozente geholt hat. Aber eigentlich meint man, Mensch, drei wären besser gewesen. Ja, natürlich. Natürlich, drei Sterne sind immer besser. Aber mal sehen. Der Max das hier gemacht hat. 5 auf 5. Den habe ich noch gar nicht gesehen, den Angriff. Snackt sich also am am Eck hier oben auf 9 Uhr die das Rathaus weg und noch so ein paar Lager, die dauern natürlich ganz schön lange, aber zeitmäßig kommt er wohl noch ganz gut hin. Gucken wir mal unten 2 Minuten 5 mal sehen, wann sein Hybrid hier reingeht. Außen noch die Tornado-Falle. King kommt noch mit dazu. Da wird es noch ein bisschen rumgewirbelt. Die nächste Falle hier mit den nächsten Skeletten, die die Queen-Dame hier ein bisschen ablenkt. Und er hat noch, wo ist denn hier eigentlich die Kanbo gewesen? Ach, hier unten, das war ja so eine ähnliche Base, wie ich sie hatte. Von der Position der Kanbo zumindest her. Und die muss man natürlich auch irgendwo holen. Wir haben ja gesehen, die hatten jetzt meistens irgendwo die Superlakaien drin. Sind auch sehr, sehr stark und sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn man Gift verpeilt oder den Fries nicht setzt. Ich habe die Tage ja schon mal gesagt, ich mache die immer ganz gerne, wenn sie im Gift stehen und im Fries. Das heißt also beides und der Gift läuft dann irgendwann ganz genüsslich aus. Außen jetzt gefunnelt auch mit der Kaserne. Und jetzt können die Truppen hier in die Base rein. Ah, der hat einen Lavahund drin. Okay, ein Lavahund und noch ein bisschen Kleinkram. Sehe ich jetzt gerade. Das ist natürlich nur was für einen Royal Champion, der da mit in der Meute ist. Der geht auch auf den Lavahund. Bekommt ihn auch kaputt, aber es ist reichlich Heilung noch vorhanden. Die Heiler sind noch auf der Queen. Und so geht der Hybrid hier seinen Weg. Außen kommen jetzt noch zusätzliche Hawks mit aus der, oder kamen noch mit dazu. Der Krieg ist ja schon gegessen. Aber ja, wie gesagt, mich hat es ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Deswegen ist der Titel kein Glück-Fragezeichen eigentlich nicht richtig gewählt, sondern eher ja, das taktisch Unkluge, dass ich das so ein bisschen verpeilt habe, glaube ich, mit dem Cleanup. Das darf man nicht verkennen. Cleanup kann am Ende sehr, sehr wichtig sein. Hier sieht man es ja auch. Ja, schön noch ein, zwei Ballons hier, ein paar Mauerbrecher, die hat er jetzt übergehabt.
einfach mit da reingesetzt. Die machen halt ein bisschen Splash-Schaden an den Gebäuden. Und dann schafft man hier auch die 3 Sterne, auch in den, auch wenn es mal ein bisschen zeitenger wird. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil die Zeit tickerte auch hart runter. Der Queen Walk oder Queen Charge lief eigentlich ganz schön lange. Hier oben haben wir nur 2 Sterne drauf gemacht. Warum auch immer. Und hier im unteren Bereich, glaube ich, muss ich jetzt mal gerade schauen. Ja, okay, das war jetzt ein Tipp vom Avatar. Und von dem Kollegen will ich nicht reden, weil den seine Vollklatsche Base kriegt immer 3 Sterne, weil das unser Angie ist. Ja, das ist leider unser Angie hier. Ich weiß auch nicht, warum wir den immer noch dulden. Ja, aber er geht immer ein oder zwei Rathausstufen zum Angreifen höher. Und das bringt uns natürlich nichts, wenn er auf seiner Stufe nicht so richtig angreifen kann. Und wenn ich dann so eine Grütze hier sehe, aber da riecht sich schon lange keiner mehr rüber auf, dass hier so eine Base ist, einfach nur hingestellt wurde, ja. Ist ja ohne Sinn und Verstand. Und auch ohne, ich gebe mir mal Mühe, vielleicht kann ich ja auch meiner Angie Base doch ein bisschen was machen. Warum auch? Ne? Wird überbewertet. Naja, vielleicht sagen wir ja doch mal was, wenn wir ihn mal nicht mitnehmen. Und sagen, pass mal auf, bauen wir nur anständige Base, dann nehmen wir dich auch wieder mit. So könnte man es eigentlich machen, aber im Moment kann ich keinen Clan-Krieg starten. Das könnt ihr sehen, wenn ich jetzt beginne, einen Krieg mache. Kann ich gar nicht machen, müsste ich auf den Avatar gehen. Aber wir haben im Moment unten nur, glaube ich, mit der Uschi ihren 12er oder mit dem Farnsworth, der grün ist. Und damit haben wir ein bisschen zu wenig. Da gibt es noch ein paar rote hier, Sanchez, Kull, Babahüs, Glati und dementsprechend Seelenarzt macht eigentlich nur Liga mit, der spielt eher selten. Hier mal einen Clankrieg mit Matterhorn im Moment wahrscheinlich wieder zu beschäftigt, deswegen auch rot. Also, naja, ist nicht so schlimm, wir haben jetzt einen gewonnen, einen verloren. Und es lag jetzt sicherlich nicht daran, dass wir zu schlecht waren. Wir haben gut dagegen gehalten, hätten das ganze Ding auch noch drehen können, wäre vielleicht von den Prozenten her sehr, sehr eng gewesen. Aber 87, 90 und 89, 50 ist auch nicht weit weg. Aber die beiden Sterne mit 96, 97 hätte ich sie geholt, wäre das prozentual sehr, sehr eng gewesen. Naja, was willst du machen? Ich freue mich in jedem Fall, dass wir wieder hier was Nettes gespielt haben und bin auch ganz gut dabei. Kann, glaube ich, kein Bauarbeiter losschicken. Ach doch, wir können ein bisschen was machen. Tatsächlich, wir können ja doch was machen. Minenwerfer, machen wir mal Kanönchen, würde ich sagen. Und was kosten denn eigentlich die Mauern? Sind die immer noch so teuer? Die kann ich natürlich nicht machen. Ist denn hier ein Pass aus? Pass habe ich eigentlich im Moment alle Belohnungen drin. 5, jo. Jo, machen wir mal ruhig die Mauern hier. Machen wir die mal ein bisschen weiter. Nächste kriegen wir schon gar nicht mehr. Müssen wir ein bisschen farmen. Aber stetig wächst die Base hier und stetig geht es hier Richtung Ende. Also irgendwann werden es nur noch die Mauer sein. Hoffe ich mal vom nächsten Update oder Upgrade. Irgendwas wird ja immer mal kommen. Und ich bin dem Ganzen ja immer so ein bisschen hinterhergelaufen. Aber mal sehen, vielleicht schaffe ich es wieder, das ganze Ding zu maxen, bevor ein neues Update uns erhält. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Übersteht vor allen Dingen das Wetter, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, Leute. Danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Tschüss.